Die sind so schnell, dass ich da nicht ausweichen kann. Da waren mir die gelben aus Teil 1 ein bisschen lieber. Die waren schönes Kanonenfutter. Nun denn. Aber ich weiß jetzt jedenfalls in Zukunft, wie ich das... Hilfe! 41 habe ich noch, gut. Jetzt aber nicht mehr. Wie ich mir ein bisschen Shield aneignen können werden tun. Hier ist alles so lila, so babyblau. Auch die Gegner. Sind wir hier in... irgendwelchen komischen Kinderträumen gelandet. Masochistische Kinder. Ups. Nun denn. Schön sachte. Irgendwann. Ist ein sehr geduldiges Spiel. Mit ungeduldigen Gegnern. Witzig, wie der gar nicht geschossen hat. Aber ich habe mich auch erst nicht getraut. Aber dann habe ich doch zuerst gezogen. Und nicht eine Zigarette. Jetzt weiß ich erst, warum Cowboys mit Zigaretten assoziiert werden. Nicht, weil einer unbedingt deswegen geworben hat im Fernsehen und so. Nein! Er, der schneller zieht als ein Schatten. Genau deswegen. Wenn ihr meinen Gedankengängen folgen könnt. Kann ihn da selber nicht ganz folgen, weil ich hier noch nebenbei einen Krieg zu führen habe. Und dann immer wieder in dasselbe Ding da reinlaufe, in dasselbe Falle. Gut, jetzt steht er da vorne, jetzt kann ich ihn schön abschießen. Theoretisch. 200. Ach, schon wieder in dieselbe Falle. Wollte immer noch mal nachschießen. Bin ich aus dem ersten Teil echt nicht gewohnt. Aber das neue Laden, das habe ich schon intus. Das kann ich schon im Schlaf. Wieso ist er nicht gestorben? Nein! Böse! Pfui aus! Könnt ihr jetzt mal sterben? Danke! Die wollen es gleich rächen. Eine Bombe? Nee, es lohnt sich nicht für die. Für die doch keine Bombe! Aber ich hab so viele, ne? Warum kommt ihr jetzt nicht? Ihr habt sie genau gesehen wahrscheinlich. Eben sind sie noch gekommen, wie sonst was. Jetzt ist auch was gestorben, cool. Hat sich ja gelohnt. Nicht sehr, weil nur einer wahrscheinlich verreckt ist. Aber ich habe ja noch 13 Bomben. Ist das schon über dem Limit von Teil 1? Wie viel konnte man da tragen? Waren das nicht nur 8 oder so? Ha, der guckt, der spielt einfach mal nebenbei Nintendo 3DS. Und merkt gar nicht, wie hier hinter seinem Rücken alles abläuft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte jetzt einfach mal... Oh nein! Habt ihr es gesehen? Und zurück! Na gut, das kann ich vergessen, aber ist auch egal, weil ich dann Energiecenter habe. Scheißen wir drauf. Wie wär's noch mit Dauerfeuer? Dann trauen sie sich aber gar nicht erst her. Sind da nur Leuchtraketen? Sieht man doch, sie sind gelb. Muss man keine Angst haben. Immer wieder. Das ist ein Reflex. Dann schnell nochmal hinzugehen und einen nachzusetzen. Aber die schießen dann einfach nochmal. Und die Geschosse sind so winzig. Vergleich die mal mit den gelben Typen aus Teil 1. Die waren ja 15.000 mal größer. Na gut, nicht ganz so, aber 10.000 mal bestimmt.
Wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Ich befürchte ja halt, die spawnen auch immer wieder. Ich weiß nicht, an welcher Stelle hier. Vielleicht immer, wenn ich hier raus aus der Tür gehe. Hoffe ich ja nicht. Das Spiel kann man ewig lang treiben. Solange ich jedenfalls Shield habe. Denn das kann ich hier leider nicht auffüllen. Denn es scheint ja in diesem Teil auch kein eine Shield-Aufladungssystem zu geben. Wieso wartet der einfach nur da dumm rum? Und wieso habe ich das nicht ausgenutzt? Du Sack. Schon wieder. Die haben echt keinen Bock mehr, genau wie ich. Warum einigen wir uns nicht auf den Waffenstillstand? Ihr lasst mich kurz den Boss besiegen und dann können wir wieder Feinde sein. Dann töte ich euch noch schnell. Ist jetzt alles mal hier ruhig. Warum wollen die eigentlich da rechts oben sich hinsetzen? Das war schlecht gespeichert. Komm ich da noch weg? Yes. Speichern. Vielleicht sollte ich mal wieder einen neuen nehmen. Schon eine Weile her. Das wäre der ganze Erfolg wieder zunichte. Wenn es einmal schief läuft, wie hier. Schnell speichern ist halt schnell gespeichert. Einer wieder weg. Wie viele Punkte habe ich schon? Nice, die Frames zahlen natürlich wieder drauf. Die sogenannte Fraps-Zahl bei Deke's Story. Kleiner Insider, den man leicht erkennen kann als solchen. Nein, es fängt wieder neu an, das Lied. Oh, ein Betrug. Total verbuggt das Spiel. 34. Habe übrigens 6 Leben, da bin ich ja sehr stolz drauf. Ich glaube, ich habe mit 5 angefangen. Oder 3? 41, wie kommt's? Irgendwo bin ich gegengerammt. Oder ich habe so ein Geschoss mitgenommen. Sagt nichts, immer wieder. Vielleicht mal von unten? Nein, jetzt nicht gerade. Speichern. Ich kann schon ahnen, wenn ihr es nur ahnt. Ach, mir gefällt das Lied. Aber wenn Klavier dabei ist, bin ich sowieso schon meistens für, auf der Pro-Seite. Der Pro-Seite zu. Ach, da kommen sie immer wieder raus, ja? Habe ich das jetzt auch endlich mal gecheckt. Ich muss gucken, wo ich weiter muss hier. Das ist keine gute Stelle, denn da gibt es wieder neue Gegner. Eigentlich will ich das ruhig angehen, aber die kommen immer wieder neu raus. Ich muss rausfinden, an welcher Stelle die spawnen. Vielleicht auch erst, wenn ich hier die Schwelle übertrete. Es scheint so, ja. Dann ist hier jetzt mal langsam alles ruhig. Ach, da ist auch noch ein Spawner. Da waren jetzt 2. Sehe ich die auch auf der Karte? Tatsache. Gut, so. Da sind sogar 3. Ah. Ach, das ist ja das ist das Problem. Jetzt habe ich das Problem auch erkannt. Cool, weil da oben muss ich ja hin, zur blauen Tür. Das ist das fucking Problem. Da kommen sie raus. Dieser Guideboard, der sieht genauso aus wie die Gegner. Schön, jetzt lade ich mich erstmal auf und dann muss ich es halt wieder versuchen mit durchsprechen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber als ich angefangen habe, war ich an derselben Stelle wie jetzt gerade. Es war mir aber schon vorher klar, dass es eine Weile dauern wird. Deswegen habe ich schon letztes Mal auch aufgehört. So. So. Ich hätte nicht so viel Karottensaft trinken sollen. Ständig aufs Klo. Guter Rat von mir. Immer nur ein kleines Becherchen trinken und nicht aus der Tüte. So, nochmal da hoch. Yay, 100. Und ich kann nichts converten. So ein Betrug. Jetzt wieder einer drin. Sehr witzig. Immer dasselbe Schön. Ist ja eben weggeschwitzt.
gefetzt oder ist da jetzt... Na, da sind noch... Was wollen die eigentlich? Die spawnen dann, wenn ich immer Energie hole oder was? Und dann kommen sie mal rein? Autsch. Hä? Ach so. Jetzt kommt... Kommt er schon da? Kann nicht wahr sein, ich habe schon geschossen, eigentlich hätte er tot sein müssen. Ist er echt so dumm und fliegt da rein? Wollte schon mal rausfinden, aber scheinbar ist er klug genug. Nein, ist er nicht! Ist er doof? Moment, das kann ich jetzt so lassen eigentlich. Ich muss mich nur aufladen. Und nicht mich selbst kaputt machen. Wenn es hier noch eine Weile läuft, dann sind solche kleinen Fehler sehr schwerwiegend. Da war schon der nächste. Und ich komme nie wieder raus. Das könnte echt zu einem sehr, sehr großen Problem werden. So, sind wir wieder hier. Wieso habe ich schon noch 98 N... egal. Komm, ich spiel jetzt einfach durch. Das ist der Guideboard hier. Kannst du die mal auf dich lenken? So. So, geschafft. Jetzt konnte ich eigentlich aufhören, ne? Na, jetzt ist gerade spannend. Jetzt muss die Tür sich nur schließen und das bringt ja auch nichts, weil die ja durch können. Mann. Das war, ja, perfekt gespeichert. Wieso halte ich so wenig aus? Sonst bin ich immer so widerstandsfähig. Vielleicht weiche ich auch nur mal so geil aus. Das wird's sein. Ich will nicht wissen, was gerade von hinten kommt. Oder sind es echt nur die da vorne, die nerven? Ich habe irgendeinen Schalter betätigt. Immerhin, ich lebe. Ich kann es noch schaffen. Ich muss nur daran glauben. Da ist auf jeden Fall Shield. Von hinten kommt nichts mehr, oder was? Wahnsinn, Fortschritt. Nach einer gefühlten Stunde. Mal im nächsten Raum, der uns voranbringt. Was ist es hier für eine komische Einkerbung? Soll er nur verwirren. Ich traue mich gar nicht zu speichern, weil ich dann... Ja, komm, ich mache einen neuen. So. Zack. Ein Viertel 100 haben wir schon fast. Hier ist echt nichts. Ihr wollt mich auch verscheißen. Das wäre jetzt was, wenn es hier gar nicht erst weiterginge. Das wäre cool. Dann müsste ich jetzt wieder zurückfliegen. Muss ich wahrscheinlich sowieso früher oder später, wenn ich Energie brauche. Eine Tür! Eine Tür! Bin ich richtig rum? Also wieder diese komischen Tretminen. Kann ich hier so... Ja, genau. Hey, der ist weg. Da ist ein neuer. Da war ein neuer. Ich habe ihn mal rund erneuert. Rundum erneuert. Ich bin echt auf dem Kopf, oder? Bin ich sicher. Ist das nicht total egal? Wir sind im Weltraum. Also bitte. Noch einer? Nee, das ist nur wieder so eine Tretmine. Eine Tretmine für alle, die in der Luft gehen können. Oder auch Hanteln. Weiß nicht, was die sollen. Die sollen einen einfach nur behindern. Da ist bestimmt irgendwo ein Geheimgang. Warning, low gravity. Ja, ja. Wusste ich doch. So. Was für Möglichkeiten bieten sich mir nun? Neue auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Können wir den scheiß Spawner-Kack hinter uns lassen. Das war jetzt kein Hulk, oder? Nein, wieder nur so ein kleines Viech. Bin nicht schlecht. Ja, ich habe nur noch 19 habe ich Schild. Ich habe ja eben was eingesammelt, genau. Hey, ich sehe nichts mehr. Will ich da wirklich weiter? Ich gucke erstmal hier. Moment, kann ich nicht nochmal Guidebot? Ich will ein neues Energiecenter. Guidebot, wo gingst du nochmal an?
F4, oder? F4, Drop Marker 9. Shift F4, genau. Shift F4. 1. Finding Energy. Wo bist du eigentlich? Zeig dich mal. Die Richtung? Warum sieht man den eigentlich nicht auf der Karte? Auf jeden Fall ist er das, deswegen gehe ich dem auf jeden Fall nach. Ich wollte zwar jetzt erstmal durch die Tür gucken, aber das hier hat jetzt Priorität. Haha, es war effektiv. Es war sehr effektiv. Na, schmeckt's. Finding Energy. Ui, die Gefangenen und Schalter. Was tun die Schalter? Mit A. Mit 2A. Die Fresse. Die Fresse. Die Fresse! Wegen dir, du hast angelockt. Du Sack. Du arbeitest auch für einen Feind, gib's zu. Jetzt warten wir erstmal, bis der kommt. Der macht mich ganz hibbelig, der Typ. Der ist so schnell! Der lebt immer noch! Ah, fuck it. Er regt mich auf. So, schnell weiter zurück, 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 zurück. Wieso komme ich nicht zurück? Wo ist die Lücke? Mann. Muss mich auch in Sicherheit bringen. Der lebt so lange? Hä? Jetzt bin ich durch so eine scheiß Tretmine geflogen. Oder Fliegmine, Flugmine, wie nennt man das? Ich brauche die korrekte Bezeichnung, sonst werde ich das die ganze Zeit so falsch sagen. Das kennt man von mir, also ihr habt es in der Hand. Ich fliehe jetzt erstmal. Lalalala. Ich muss mich hier neu koordinieren. Kann ich kurz speichern? Vielleicht kann ich den ja in so eine Mine reinlocken. Ich glaube, der ist zu klug dafür. Wieder alles so dunkel, ich sehe nichts. Ah ja, da ist er schon. Er hat mich nicht erwischt, oder? Nein, hat er nicht.